Herzlich willkommen bei der Kreativecke in der Münchner Stadtbibliothek am Gasteig. Heute zeige ich euch, wie man diesen Topflappen häkelt. Wir haben eine Anleitung gefunden bei Ribbelmonster und jetzt geht's los. Hier zeige ich euch, wie der Topflappen fertig gehäkelt aussieht. Er besteht nur aus Festen und Luftmaschen. Und jeder, der als Anfängerin häkeln kann, kann das wunderbar nachhäkeln. Es dauert ungefähr so 2 Stunden. Alles, was ihr braucht, ist ein Wollknäuel, so in Nadelstärke 4. Am besten nehmt ihr Baumwolle, das könnt ihr auch mal in die Waschmaschine stecken und bei 60 Grad waschen. Und eine Häkelnadel in Nadelstärke 4 oder 3,5, je nachdem, wie fest ihr häkelt. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir beginnen unseren Topflappen mit einer Schlaufe oben und arbeiten uns von der Schlaufe dann runter. Ich habe hier schon mal einfach 10 Luftmaschen gehäkelt. Nehme noch eine 11. dazu. Und dann verbinde ich es mit der ersten Luftmasche und wir bekommen einen Kreis. Und hier haben wir jetzt schon mal unseren Griff für unseren Topflappen. Das war jetzt der erste Schritt. Weiter geht's mit 20 festen Maschen, die ich in diesen Kreis steche. Ich steche hier rein und mache 20 feste Maschen rein, damit unser Griff auch schön fest bleibt und man ihn gut aufhängen kann. Den Faden, der vom Anfang, den lasse ich einfach mitlaufen, weil dann brauche ich ihn schon nicht vernähen am Schluss. So, jetzt habe ich meine 20 festen Maschen in diesen Kreis gehäkelt und ich schließe den Kreis, mache einfach eine feste Masche, eine Luftmasche hier rein, eine Luftmasche und häkle 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. In die 5. Masche häkle ich 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Und ich beende die Reihe mit 4 festen Maschen. So, jetzt wende ich meinen Topflappen, mache eine Luftmasche und jetzt zeige ich, wie es einen Trick. Und zwar stecht ihr bei den festen Maschen immer in den hinteren Teil der Masche. Also so und macht eine feste Masche. Ich zeig's nochmal, hier in den hinteren Teil der Masche. Also nicht in beide einstechen, sondern nur in den hinteren Teil der Vormasche. Und hier in den mittleren stricke ich wieder. Nee, ich häkle. Ich häkle wieder 3 feste Maschen. 2, 3. Ich beende die Reihe mit nochmal 5 festen Maschen. Fertig. Eine Luftmasche. Und ich kann ihn jetzt wenden. So, und es geht dann immer so weiter. Nach 2 Stunden ist euer Topflappen fertig.
Ihr könnt natürlich auch so Farbverlaufsgarn nehmen oder zweifarbiges Baumwollgarn. Die Kreativecke wünscht euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg!